Hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute mal wieder in Battlegrounds im Solo. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen unterhaltsam gestalten. Und wir müssen mal schauen, wo wir denn eigentlich hingehen. Wir kommen von oben. Puh. Wir könnten natürlich zum Military Base gehen, aber da wird natürlich direkt die Party abgehen. Wobei die halt so weit am Ende ist. Ich werde es wahrscheinlich mal versuchen, die Military Base ganz im Süden zu übernehmen. Wir müssen noch, wenn wir möglichst steil runter, damit wir schnell runtergehen. Das ist auch sowas, was ich gern gelernt habe. Steiler runtergehen ist im Zweifel besser als eher rausgehen. Aber wie gesagt, mindestens drei Leute habe ich hier schon noch, die mit mir runtergegangen sind. Oder mit mir runtergehen, besser gesagt. Ich versuche auf einem von den diesen U-Gebäuden hier immer zu landen eigentlich. Ah, 1, 2, 3 andere Spieler, okay. Der wohl dort direkt auf das Sniper gedöns. Oh, 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 ich flieg vorbei. Ich flieg vorbei, ich flieg vorbei, ich flieg nicht vorbei. Ja gut. Direkt ein Helm, ein dickes Medikit. Tole. Zack, zack, zack. Mal die andere Richtung gucken. Das ist aber schon mal ein bisschen Schuss jetzt. Auf geht's. K98. Nehme ich mit. Na, das kann ich die Tür nicht öffnen, ich hätte erst öffnen sollen und dann nachladen. Überhaupt schon mal ein Red Dot. Sehr schön. Bin nicht so ein Fan von den Sniper-Gewehren, muss ich ehrlich sagen. Weil ich dann sowas hier gegen mich hätte. Zack. Eine Weste fehlt mir noch. Bringt mir zwar nicht viel gegen Schrotflinten, aber eine Weste fehlt mir noch. Weste. Oh, ich muss auch noch laufen. Oh, Nachtwachtkorb. Die Sniper, die ich jetzt dabei habe, doch ganz geil, glaube ich. Noch nie erfolgreichen Sniper benutzt, muss ich mal kurz dazu sagen. Das Red Dot. Problem ist, dass ich keine Mitteldistanzwaffe habe. Jetzt nur. Oh. Oh. Nur super Kurzdistanz und super Hochdistanz. SKS wäre vielfältiger. Noch die Toiletten, ne? Ah, gibt's sogar Stuff. Und sogar eine Weste. Der Smoke Grenade braucht nicht. Energy Ring könnte ich mal mitnehmen. Rein. Fürs Ecke noch gefehlt. So. Neben mir sind Leute runtergekommen. Frage ist, ob ich jetzt mal versuchen will, in ein Nachbarhaus zu gehen. Ich gehe lieber in der Mitte raus. Aber wissen risky business, ja. Wo muss ich denn eigentlich hin? Jetzt gucke ich mal kurz da drauf. Oh, shit.
Und keine offenen Türen. Ah, na, KM. Die werde ich dann eher gegen meine Sniper austauschen. Einfach nur, weil ich das angenehm finde. Quick Draw, ja, hier, ja, zack. Kann ja nicht garantieren, dass ich auf die große Distanz kämpfen werde. Extended Mag. Ja, auch noch kurz mit. Hätte ich gerne noch eine bessere Weste, aber im Zweifel wird die wohl, die ich habe, erstmal tun, denke ich. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht mal, kann ich mal alles looten. Gut, ein bisschen reingucken. Die Leute die Munition nicht kriegen. Nur mit dem Motor-Time, okay. So. Jetzt muss ich aber raus. Ich brauche theoretisch ein Auto. Hm. Auto ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Hier wurde gelootet. Fuck. Ich will nicht im Haus langlaufen. Ich kann in jedem fucking Raum sitzen. Nice. Dead. Mein Auto. Der wollte mir gerade meinen Jeep, meinen Buggy klauen. Hat er irgendwas? Extended Mag kann ich hier reinnehmen. M16. Ja, nix, was so geil ist. So mega geil. Kann auch ein Holovisier da drauf packen, wie auf jeden Fall ist, wenn man brauche. Denke ich. Kannst Auto wechseln. Ich denke, das ist hier relativ safe, das Auto zu wechseln. Da haben wir nämlich ein bisschen besser. Die Tür ist immer offen. Ach fuck, zu früh rausgesprungen aus dem blöden Auto. Das stand noch nicht ganz. Jetzt muss ich einen Energy Drink nehmen. Dumm, dumm, dumm. Schaden. Und Vierfach-Scope, das ist nett. Das würde ich dann im Zweifel hier drauf packen. Noch ein Zwoherm. Noch ein Kompensator. Jetzt packe ich beiden ein. Sehr schön, für die AK immer sehr angenehm, einen Kompensator zu haben. Gucken, ob irgendwo jemand sitzt. Ne, tut er nicht. Na, oh, eine Zweierweste. Sehr gut. Die 556er Muni brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich glaube, die werde ich nicht mehr benutzen. Hat er noch Space? Komm hier. Wenn jemand die 556er Muni findet, hat er Glück gehabt. So, zack. Tür zu. Ich muss noch weiter, ja, ich weiß. Was ist das denn? Wie gesagt, man wird wieder in dem Gebiet sein. Oh shit. Da wäre halt gerade noch an Häuseransammlung, in dem man halbwegs sicher wäre erstmal. So. Oh. Ich weiß natürlich nicht, ob hier jemand reingelaufen ist vor mir. Das Auto steht auf jeden Fall noch dort, was ich dann schnell wegfahren muss. Und wir schauen mal, ob wir jemanden finden. Was Kleineres zum Heilen, nett. Den nehme ich noch nicht. So viele Schuss braucht man normalerweise mit der Säge nicht. Nee. Okay.
Da ist wieder ein zweistöckiges Gebäude dabei. Oh, eine M416. Ich hätte halt doch schon ganz gerne mitgenommen. Wuhu! Die nächste Schritte habe ich doch gehört. Oh, nett. Super nett. Kein Platz mehr? Boah. Painkiller hätte ich begann noch. Bieg das jetzt raus. Saiga Power. Der hat sogar auch eine Saiga gehabt. Der hat noch nicht getroffen, der Vollhorst. Da hatte ich echt Glück. Der wollte mich jetzt ein bisschen überraschen. Hat er zum Glück nicht, weil ich habe ein gutes Gehör. Ach, Quatsch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er herkam. Aber hier irgendwo. Oh. Er war hier in den Räumen. Er ist von hier gekommen, anscheinend. Hat hier schon durchgelootet gehabt. Aber warum hat er das Haus ja nicht mitgenommen? Oder noch, da war er drin, okay. Nur wieder raus. Auch so ein Kandidat, der sich hinter sich die Türen schließt. Und er hat die Saiga nicht in der Hand. Oh je, das ist natürlich bitter. Der hat nämlich noch die Waffe gewechselt. Während ich auf ihn geschossen habe, wo ich wieder rausgerannt bin, um ihn zu verfolgen, weil er war übel überrascht, dass ich dort saß. Und hatte nämlich die Saiga nicht in der Hand. Das ist natürlich ungünstig für ihn gewesen. So, wie weit muss ich jetzt? Moment. Haus. Wie weit muss ich jetzt? Oh, ich muss sehr weit, also Auto. In der Hoffnung, dass ich das überlebe, wenn ich da mit dem Auto hinfahre. Östlich von mir waren noch Schüsse, darf ich nicht vergessen. Oh, Auto. Will er anhalten? Oder fährt er einfach nur? Ich glaube, er fährt einfach nur. Hätte versuchen können, natürlich rauszuschießen oder Schüsse zumindest draufzusetzen, aber ich finde das nicht so wahnsinnig gut. Nein, nicht wieder aussteigen. Nein, nicht wieder aussteigen. Ach komm. Da muss ich. Gib Gas, gib Gummi, Dacia! Muss die Wand wieder einholen, ey. Das tickt zwar noch nicht so böse, aber ich habe eigentlich keinen Bock auf den ganzen Damage, den ich jetzt hier krieg. So, dankeschön. Einmal übers Feld bitte. Da oben sind gerne mal Leute und verschanden sich dort. Müssen vorsichtig sein. Ganz gut im Rennen. Na, guck mal, wie wir gefunden haben. Schau mal einer an. Da fährt nämlich genau in die gleiche Richtung wie ich. Na, ist er hier ausgestiegen irgendwo? Sich aber jetzt gerade angehalten hat. Darauf bin ich nicht so scharf. Wenn er anhält, habe ich den Nachteil. Ja, er hat angehalten, definitiv. Oh lol. Da ist der Airdrop. Den will ich nicht. Ich will nur vorbei, Jungs. Ich überlasse den euch. Viel Spaß damit. Ich fahre hier direkt am Airdrop vorbei.
So, Fahrzeug als Deckung nach hinten benutzen. Wäre natürlich der Sniper gar nicht so schlecht, wo ich jetzt sitze. Aber erstmal hier Energy Drink einhauen. Da läuft auch jemand. Der zielt aber nach oben. Der Typ, der da nach links gelaufen ist, gefällt mir gar nicht. Der könnte mich versuchen zum Laufen. Ich habe eigentlich eine gute Position mit dem Stein und meinem Auto. Als Deckung. Ich müsste jetzt eigentlich gar nicht direkt jagen gehen. Nicht mal ansatzweise getroffen. Muss mal wieder um mich umgucken. Sonst wäre ich hier gleich von hinten geraped. Vor allem muss ich das wieder runterstellen. Bin mir nicht sicher, ob ich ihn außerhalb der Zone aufgehalten habe. Wahrscheinlich nicht. Er ist da reingerannt. Oh, da kommt ja noch einer. Wow. Doch, ich habe ihn außerhalb der Zone aufgehalten. Ich würde niemanden laufen sehen. Da ist jemand direkt vor mir irgendwo. Dahinter war er. Ist er weitergelaufen? Kann ich nicht sagen. Bin echt schlecht im Schießen, nun wir haben festhalten. Er war gerade schon außerhalb der Zone, ne? Rechts von mir ist High Ground, das finde ich gar nicht geil. Würde eigentlich gerne hoch wollen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht von hinten erschossen werde, wenn ich hier hochrenne. Links von mir ist noch jede Menge Platz. Könnten noch Leute sein. Sechs alive, fünf andere. Und unten können sie nicht mehr in den Häusern campen. Müssen auch hier irgendwo an den im Bereich sein. Da ist einer neben mir. Wow. Shit. Der ist gestorben. Weil da war noch einer über ihm sozusagen. Doch von da oben geschossen. Er läuft aber nicht hin zum Looten. Wie mir arg scheint. Ich glaube, durch den Baum sehe ich nicht, wo die Leute sind. Also einer links von mir, einer unter mir. Dann habe ich noch einen Unbekannten. Bin nicht ganz sicher, ob der Baum hier vorne in der Zone ist. Hier ist er gar nicht. Oh fuck. Nicht gut. Da rennt jemand.
Einer weniger. Fuck, ich bin hier mitten auf dem Feld. Da ist noch jemand. Stimme ich gerade in der Baum für ihn. Painkiller rein. Wo ist der vorletzte Unbekannte? Einer war vor mir. Aber er ist nicht hinter mir. Wenn hinter mir ist, habe ich ein Problem. So. Einer alive. Neben mir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bin in der Zone, meiner Meinung nach. In der nächsten Runde. Mal Painkiller reinhauen. Ich meine, jetzt brauche ich sie eh fast nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Da ist er, okay. Mein großes Medkit benutzen. Er hat sich damit verraten, hat mich nicht direkt getötet. Schwein gehabt. Das kann ich auch. Jawohl, gewonnen, Jungs! Gewonnen! Ja! Mit Toilettenpause gewonnen. Sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut laufen würde. Am Sonntagmorgen die erste Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich habe sogar 5 Kills im Solo. Ist, glaube ich, beim Solo mein Bestes bisher. Wir können ja mal kurz das Ranking angucken, was ich vorher hatte. Das dauert noch einen Moment zum Aktualisieren. 1000 Punkte ist immer so richtig geil. Da habe ich fast eine neue Kiste, glaube ich, sogar. Ah, jetzt habe ich wieder Adrenalin, ey. Pump, 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 pump. Rewards. Ja, ich habe eine neue Kiste, die kann ich direkt auch noch aufmachen. Receive, Statistics. Ich gehe mal hier Statistics wirklich rein. So, Leute, ich bin jetzt vorher zweimal gewonnen. 28 in 22 Runden. Wo steht meine höchste Killrate? Most kills 5, das war jetzt aber gerade. Ah, verdammt, das davor weiß ich also nicht. Das ist dann natürlich doof. So, also wir haben hier aber ein Win-Rating, Gesamtrating, sieht man bloß in Leaderboards. Das Gesamtrating von 1650, wir sind Rang 3800, im Duo 14.000 und im Squad 7.000. Duo habe ich ein bisschen runtergespielt, da habe ich nämlich gestern ein bisschen verloren. So, und wir haben im Win-Rating wir immer deutlich besser als im Kill-Rating, das ist eigentlich überall so. Rang 2700 und im Kill-Rating 23.000. Yeah! Ich weiß nicht, wie Leute hier 16 Kills und eine KD von 10 hinkriegen im Solospiel. Aber dann, der ist nicht mal in den Top 10 im Solospiel sonst. Das ist mir irgendwie unklar. Aber naja, wir können noch mal kurz Rewards haben wir jetzt. Machen wir noch mal auf hier. Pioneer Crate. Wow. Das blaue T-Shirt. Dieses hier. Longsleeve Blue. Dann bleib ich lieber beim Longsleeve Black. So, und damit verabschiedet sich der Afro-Asiate von euch. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Video Spaß und bis bald.